came to I pay. I came to play, there's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I pray. Came to you play. Say goodbye to the good old days. They're never coming back, watch a few. I came to play. I came to play, to get my dues paid. I guess you had a dream, but it can't be saved. I came to play. Damit einen wunderschönen guten Nachmittag und hi an der Stelle. Warte, erstmal hier machen. So, und herzlich willkommen zurück beim Espresso Tycoon in den theoretisch, ich hoffe, ich schaff's heute, letzten zwei Missionen. Beziehungsweise die vorletzte Mission haben wir ja schon, waren wir schon eigentlich echt gut dabei. Ich glaube, ich habe mich auch gut aufgestellt. Ich weiß, wir brauchen viele, viele Herzen. Aber finanziell ging es uns, glaube ich, recht gut. Das Einzige, was ich auf jeden Fall nochmal machen muss, ist ein bisschen die Musik leiser machen. Ist mir dann, naja. Mach mal doch mal so. Also es hatte schon mal gepasst gehabt, aber ja. War dann noch ein bisschen zu laut. Also es ging gerade noch so, aber war halt ein bisschen zu laut. Was war das hier gewesen? 2 Wochen. Tag 6. Tag 5, Tag 6 war hier, ne? Ne, das Kunsthotel. Warte mal. 3,57? 2. Ja doch, dann war das gewesen. Wäre ich mal ein bisschen komisch, ich lade mal. Also ich weiß, Klimaanlage hatten wir schon, 5 goldene Bohnen noch nicht, da arbeiten wir uns langsam ran und die 200 ist sowieso schon. Ja, ja. Richtig. Deswegen, das kann noch ein bisschen dauern und ich hatte es ja im letzten Stream oder im vorletzten Stream, glaube ich, auch schon angesprochen gehabt, zumindest laut einem Review. Weiß halt manchmal nicht, ob ich da so viel drauf geben sollte oder nicht. Sollte das letzte doch recht schwierig sein. Deswegen müssen wir starten. Hätte ich hier. Ich gebe dem Spiel noch einen Moment. Ah. Ach so, wir waren ja bei Herausforderungen.
Wir haben bloß noch 200. Also ich... Also das will ich hier einigermaßen weg haben. Ich glaube, ich werde einfach mal die Dings verkaufen, dass die sich nicht unbedingt hier ransetzen. Aber ich brauche, glaube ich, erstmal Geld, um das so auszubauen, wie ich es wollte. Also, dass wir auf jeden Fall... Die werden ja so gut wie gar nicht genutzt. Warum auch immer. Ich will bloß mal schnell schauen bei Vorräten. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir alles brauchen. Neue Herausforderung. Speicher einen Kaffee mit mindestens 3 besonderen Zutaten. Ja, verstecken. Ich will erstmal unseren Fokus auf das Wesentliche lenken. Stimmt, ich glaube, ich habe deshalb so wenig Geld, weil wir haben uns die beste Kaffeemaschine geholt. Und ich habe ja, glaube ich, auch Vorräte aufgefüllt. Einigermaßen. Gut, die holen wir uns nochmal. Ich weiß halt nicht, ob wir dieses großartig brauchten. 16, 19. Okay, Eierlikör. Ach stimmt, für die Kinder hatten wir Eierlikör. Glaube ich. So, bei Toppings haben wir auch noch 20. Das war auch mal gucken. Eventuell zwecks neue Mitarbeiter noch einstellen. Spätestens. Okay, gut, die können noch ein bisschen was machen. Wir haben 29 Herzen. Aber wir haben bloß 3 Bohnen. Aber ich glaube, dass das, was da am Reinigungsbottle brauchen wir nicht. Einwegzeug können wir auch noch. Wunderbar. Was glaube ich am schwierigsten war? Ich weiß es nicht genau. Oder war es irgendein Event, dass die auf einmal so kommen? Wir haben ja bloß ihn, ne? Okay, das ist gut. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, auf Schulung könnte ich die eigentlich auch nochmal schicken. Oder ihn zumindest. Ne, sie. Nicht ihn. 270. Wie viel kriegt denn unser guter Kai? Der kriegt 100 pro Tag. Und der arbeitet... Wie lange arbeitet denn der eigentlich? Zeitplan? Bis 6 Uhr abends. Ist noch ein bisschen hin. Ich glaube, Rebecca würde ich dann mal... Ist immer noch bei nicht schlecht. Dauert halt ein bisschen. Und ihn würde ich hier vielleicht bei Milch auch gut. So. Mal schauen. Okay. Müll. Vielleicht sollten wir auch Sicherheitspersonal einstellen. Ich weiß nicht. Wurde ja auch gesagt. Hau ab hier. Order, das müssen wir. Ach so, die müssen wir ja auch noch mal hier wieder. Es kostet ja bloß 9. Stimmt. Aber geht schon hoch. Geht schon hoch. Wie brauchen wir denn hier eigentlich? Bewertung von 60. Sind wir ja fast dran, ne? Milch auf gut. Vielleicht brauche ich auch gar nicht. Muss mal gucken. Weil die Sache ist, mit den ganzen Servietten war, glaube ich, ein schlauer Streich gewesen. Warte mal. Fähigkeiten Milch. Warte. Weil wenn wir jetzt gerade schon mal 60 haben... Ach ja, deshalb wollte ich hier... Kann ich die eigentlich... ab hier. Kann ich einfach... Okay, gut. Dass die nicht hier mal hier in der Ecke sitzen. So. Mein Arm kommt jetzt sowieso keiner großartig rein. Ich wollte... Ne, nicht bei Kunden. Die Einrichtung hat viel ständig wieder unten. Ja, naja, das liegt vielleicht ein bisschen an den Servietten. Level gut. Ach, null! Sie hatte ich ja schon. Okay, auf 1500 Geldprämie. Das ist sehr schön. Bevor sie uns wieder was wegnehmen. Okay, wir brauchen 100. Warte. Also 100 Stilpunkte haben wir ja. Hallo. So. Aber das Problem ist halt, wir brauchen am Ende noch 200, ne?
Und die haben ja auch größere Bedürfnisse. Aber die sind jetzt schon mal gut dabei. Aber ich brauche wahrscheinlich trotzdem einen zweiten Mitarbeiter. Bad kaufen. Hä, was mit ihr? Einrichtung hat viel zu viel. Ja. Aber ja, was wir machen können. Kleines modernes Sofa hatten wir. Und das war mittlerer moderner Holztisch. Die waren ja immer relativ teuer, ne? Warte. Wo haben wir denn den? Mittlerer moderner Holztisch, Geschäftsleute. Lässig Senioren und Studenten. Und kleines modernes Sofa, ne? Nein. Fragt sich ja bloß, ob sich das steigern lässt. Noch haben wir ja Kohle. Weil dann... Also da müssen wir es nicht unbedingt reinbauen. Aber ich kann es daneben bauen, dann habe ich wenigstens wegen dem Müll gleich im Blick. So, das weg. Stellen wir einfach daneben, ne? Machen wir noch ein kleines modernes Sofa. So. Oder machen wir es hier hin. Kann ich eigentlich in die Ecke hier reinmachen. Ne? Und wetten, die werden wieder rummeckern von wegen. Das ist aber. Noch. Dings geht auch weiter hoch. Dann würde ich nämlich... Ich weiß jetzt nicht, wenn ich die verschieben würde, ob die jetzt noch irgendwo anders sind, Tüdel. Ne? Das wäre ein bisschen, vielleicht ein bisschen ungünstig. Ja, geh weg. So nötig habe ich es jetzt noch nicht. Problem ist halt bloß, kriegen wir da noch ein Sofa hin. Ejo. So. Warte mal ganz kurz, bevor die hier lange warten müssen. Ich glaube, es ist die Zeit, wo wir neue Mitarbeiter einstellen müssen. Anheuern. 12-Stunden-Schicht. Anheuern. Zeitplan. Das ist mir egal, ob du nachts arbeiten. Also ich kann das nochmal umstellen, aber er arbeitet jetzt erstmal hier mit. Ja. Damit die nicht so lange warten müssen. Ja, jetzt geht's nämlich los. Da. Das ist halt das Schlimme. Level up. Ja, 5 Bohnen. Okay, 5 Bohnen, aber ich brauche halt 200. Ich weiß ja jetzt auch nicht, ob die... Oh. Ja, ist ein bisschen teurer, aber sind bloß 15. Ist egal. Im Endeffekt, maybe. Warte mal. Nee, mach mal normal weiter. Im Endeffekt, vielleicht haben wir ja Glück. Und. Naja, wir sind wieder unter 100 gefallen. Regt sich jetzt bloß warum. Obwohl, jetzt sind wir über 101. Ich weiß halt nicht, wie viel. Was hat er denn? Einer hat zu viel, sich ständig wiederholende Elemente, funktioniert hier nicht. War, ich habe gerade eben repariert, Mann. Okay, warte mal. Von der Schnelligkeit her. Mein Kohle haben wir eigentlich genug, ne? Also.
Kyle. Kriegst du mal einen spendiert? Sie kriegt nochmal spendiert. Ja, hier, komm. So, ja, das ist toll. Geh weg. Frage ist natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie es nachts aussah. Ob ich sie alleine stehen lassen kann. Ich könnte, aber da wir relativ viel verkauft haben. Ja, Müll. Da wir relativ viel verkauft haben, glaube ich zumindest. Kann mich natürlich auch täuschen. Das passt auch immer noch. Weiß halt nicht, ob wir da noch hochgehen müssen. Likör haben wir auch noch. Kauf den Kino. Was denn nun? Wir sind Geld. Ah! Stimmt. Doch, Pflanzen können wir machen. Stimmt, die haben ja höhere Ansprüche. Nee, Pflanzen. Obwohl, weißt du was, die parke ich hier draußen. Aber vielleicht sollte ich auch welche drinnen parken, nicht nur draußen. Und dann werden sie sich wieder aufregen, gibt's kein Klo. Oh. Muss ja hoffentlich nicht übermäßig hübsch sein. Problem ist natürlich, ich muss mich darum auch kümmern, ne? Geschäftsleute, Hipster, Senioren, Studenten, Touristen. Habe ich eigentlich alles bis auf Kinder? Fallen hier Kinder eigentlich... Hallo? Okay, die Pflanze kann ich gar nicht anklicken. Kinder. Ja, machen wir hier noch ein paar... Doch, Geld habe ich noch. Hä? Achten müssen auf die Tische. Okay, das wird interessant. So, jetzt haben wir hier auch Pflanzen drin. Hi, Kevin. Guten Morgen, bist du gerade so viel stand oder was? So, Frage natürlich. Reicht sie... Was hat sie denn jetzt schon wieder hier? Eine hat viel zu viel, sie ständig wieder... Mann, ja, ich hab doch... War schon 5 Uhr. Ich um 3:30. Okay, aber es geht noch ein bisschen nach oben. Also ich hoffe von... Okay, 2 nach oben drin. Gut. Ich hoffe einfach mal. Aber es sieht erstmal ganz gut aus. 10 Gemälde. Ja, nee. Müll ist weg. So, wie geht's der Kaffeemaschine? Reparieren wir auch nochmal. Es geht langsam bergauf. 200 und dann haben wir's. Aber wie läuft's bei dir eigentlich so? Was meckern die denn alle? Und dann sind sie wieder zufrieden. Verstehe ich auch manchmal bei den Leuten nicht. Oh, ja, hier ist Müll. Und irgendwo ist nochmal Müll. Hau ab hier mit deinen Herausforderungen, Mann. Sehr gut. Bin endlich mit meinen ganzen Sachen in Ordnung. Das ist nice. Achso, jetzt beschweren sich, dass wir keinen Lokus haben. Aber solange es noch nach oben geht, ist nicht schlimm. Und sie kommt wieder zur Nachtschicht. Wo ist zweimal Müll? Da ist zweimal Müll. Alter. Warte mal, kann ich das eigentlich? Lalalala. Weil es ist schön, dass es
sowas mit drin ist, aber geht mir jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen auf den Senkel. Okay, sehe ich jetzt auf Anhieb nicht, wie ich das vielleicht ausstellen kann. Scheint chinesische Klimaanlage zu sein. Hey. Wer ist doch, das Beste kommt aus China. Mehr oder weniger. Oh, ich muss bald hier wieder wahrscheinlich... vielleicht kriege ich es auch hin, ohne zu bewässern. Wir gucken mal, wenn es gut läuft, bei der nächsten Nachtschicht. Bei der nächsten Tagschicht. Da kommen sie ja wieder rein. Okay, nachts brauchen wir halt wirklich keinen zweiten Mann. Mal gucken, wenn es wirklich sehr schwer sein sollte, hau ab hier. Wenn es wirklich sehr schwer sein sollte mit der letzten Mission in dem Spiel, dann ja, hoffe ich, dass mein Trick mit den Servietten wieder funktioniert. Weil man kann hier anscheinend nie genug Servietten haben. Außer die haben es gefixt, dann wäre es ein bisschen kacke. So, was brauchen wir noch? Eigentlich bloß 200, ja, vier Klimaanlagen haben wir. Ich hoffe bloß, mir geht die Zutat nicht aus. Das wäre scheiße. Die Verteilung von den Tischen gefällt mir. Ja. Hier hätte ich zum Beispiel... Warte mal. Hier hätte ich zum... Mein, hau ab hier. Hier hätte ich zum Beispiel gedacht, dass es vielleicht ein bisschen zu eng ist, aber... Naja, ich gebe mein Bestes. Oh, die Kaffeemaschine. Oha. Ja, dreimal Müll, ich weiß. Ah, müssen wir doch nochmal auf die nächste Tagschicht warten. Ich meine, wenn das meine, also wenn ich jetzt im Dings, im Sandbox-Modus wäre, würde ich wahrscheinlich die ganze Bude damit vollstellen, einfach bloß um Kohle zu machen. Aber wenn ich mal überlege, in den Errungenschaften habe ich auch gesehen, im Missions- Gedöns hier so und so viele Tage machen, und das ist nicht ohne, und auch, glaube ich, das meiste war 1,5 Millionen an Kohle. Ist schon da, sitzt eine Weile. Das, also das wäre, glaube ich, eine Sache, die ich dann wirklich privat mache. Weil, wenn es immer läuft, man sieht es ja. Man hat jetzt nicht so viel zu tun. Oh, warte mal. Wie viel braucht man hier? Ach, 500 auf mal 15. Ich habe extra die ganzen Serviette dahin geballert, dass wir die 200 kriegen auf die 12, aber dann 500. Aber ich glaube, das haben sie angepasst. Weil das wär's nicht. Oder es kommt auf die Mission drauf an. So, 18 brauchen wir noch. Tagschicht bricht gleich an. Und dann sollten wir es doch reinholen. Starte Marketing, nee, hau ab. Also die Herausforderung, wenn du wirklich Kohle brauchst, schön und gut, aber so ist es eher nervig. Ach so, Müll. Oh. Aber, ey, das ist schon die teuerste. Aber ich habe echt das Gefühl, die geht übel schnell kaputt.
Ich hoffe, wir stagnieren jetzt nicht. 191. Die 6 Herzen werden wir doch bestimmt noch reinkriegen. Hä, warum geht's jetzt wieder runter, Alter? Bloß, ach, naja. War ihm wieder irgendwas zu teuer gewesen. Ja. Ist der Kaffee aus Gold? 44 Dollar fein? Hä? Nee, nee, nee. Funktioniert ja hier anders. So teuer ist der nun nicht. Also, ich könnte ihn so teuer machen, aber... Will ich mal... Oh, Junge, Alter. Ich weiß gar nicht, was... Ja, toll, jetzt wollte ich gucken. Nee, dadurch, dass das... Warte mal, 44 hast du gesagt, ne? Wir haben halt Faktor 12, deswegen ist mir das so wichtig, immer hier den... Wird man jetzt nicht mehr sehen. Hier ist so ein kleiner Diamant, der steht, glaube ich, für... Für was auch immer er steht. Wir müssen davon genug haben, dann steigt unser... Malfaktor, was wir einnehmen. Also quasi, wir sind jetzt bei 12. Der Kaffee kostet, glaube ich, dann 3 Euro oder so. Aber wir kriegen halt 44. Ist ein bisschen komisch, ich weiß, aber... After successfully navigating the challenges of running coffee shops around the world, your final mission takes you to Tokyo, the city of technology and innovation. Can you create the ultimate coffee shop experience for a new and demanding social group using all the skills and experience you've gained on your travels? Show Tokyo what you're made of and become the ultimate espresso tycoon. Habe 8 Steckdosen? Wo kommen jetzt die Steckdosen her? Okay, neue Zielgruppe? Natürlich wird mit so einem Bild angefangen. Okay, Final Mission. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die wirklich so schwierig ist. Ja. In Tokyo, a sprawling metropolis known for its technological advancements. And as we both know, technology requires two things: brilliant minds and coffee. Our coffee shop will take care of half of the equation. Let's create a brand for it that will attract coffee lovers and tech enthusiasts alike. Jo, machen wir aber erstmal. Ach Scheiße, ich wollte das Spiel pausieren. Was nehmen wir denn da? Weiß ich nicht. Was ist hier? Rot hat wir, glaube ich, noch nicht. Okay, was sieht denn hier schön stilistisch aus? Sieht irgendwie ein bisschen nach Metal Gear aus, weiß ich nicht. Ja, ist ja nicht mein eigenes Café. Obwohl, da müsste ich mir auch noch was überlegen. Alles klar, Kevin. Ja, sollte reichen. Mach ich ihn gerne. Ja, machen wir einen verkackten Blitz. Excellent. So, as you can see, our coffee shop has two levels, making it a spacious and comfortable place. However, managing requires knowing how to control the visibility of the building structures. Let's learn how to do that now. Ja, darf ich mal bitte das Spiel pausieren vorher? Danke. Bevor der hier wieder vernischt arbeitet. Okay, wechsel die Ansicht in was um das gesamte. Okay, zeig mal, wie geht. Okay, Struktur umschalten. Aha. You can now easily focus on a particular level of the coffee shop. This location is particularly popular among computer wizards, and I see one of them here. Let's find out who that is. Oh, das ist unsere neue Zielgruppe. Wahrscheinlich steht da bloß Nerds oder so. Okay, da muss ich mir erstmal gewöhnen, dass ich hier umschalten kann. So, Techniker. Naja, sowas ähnliches. Wenn Sie nicht am Computer bei der Arbeit sitzen, sitzen Sie am Computer zur Unterhaltung. Sie müssen alles auf Ihrem Smartphones und Ihren Apps überprüfen. Aber Sie sind auch diejenigen, die die meisten Katzenmemes erstellen.
Dafür brauchen sie viel Kaffee. Das ist zur Steigerung ihrer Kreativität. Hat keinen Strom. Ach, deshalb Steckdosen. Bietet kein WLAN. Okay, okay. As you can see, this techie would appreciate having sockets and a Wi-Fi network available in the coffee shop. Let's organize that for them. Okay, dann lass uns mal organisieren. Zwei Steckdosen und Router. Warte mal, ich will das mal. Okay. Aber. Aber ich hab bloß zwei Etagen, ne? Also nicht das hier. Die dritte? Ne, die kommt nicht dazu. Heißt also, hier kann ich unten rumwerkeln. Ich wollte gerade sagen, nämlich, das ist ein bisschen sehr eng. Und hier oben. Ich würde die aber vielleicht lieber eher hier oben hinschicken. Okay. Erstmal, was haben wir denn? Achso, müssen wir wieder erforschen, ne? Kostet 90. Ich habe schon eine Idee, wo ich den Tisch mit den ganzen Servietten hinpacke. Oder die Tische. Haben wir was, was mehreren gefällt? Moderner. Das ist ein Einzelstuhl, ne? Da können wir ja nicht so viele Leute drauf sitzen. Die Sache ist, kriege ich noch mehr aufgebrummt? Ja, das sind halt immer nur Einzeldinger, das ist Kacke. Hier können wir gleich zwei sitzen. Okay, wir richten die. Oh, sogar drei? Hallo? Ich mache dann noch ein zweites hin. Falls das soweit geht. Ich wollte aber erstmal bei Tischen. Also bisher hört sich ja noch nicht so. Rundtisch. Der moderne Tisch. Den da würde ich eher, weil es nur für Studenten. Okay, bisschen seltsam. Dass wir erstmal ein paar Leute zum sitzen können. Dann. Boah, speziell. Wo ist denn der Router? Effizienter Router. Ist eigentlich egal, wo ich den Bruder. Kann ich den nicht direkt. Doch, kann ich. Ein Router und jetzt brauche ich noch zwei Steckdosen. Ich werde aber mehr Steckdosen machen. Steckdose 1, 2. Die sind, warum kosten die 180, Alter? Manchmal was probieren. Great. Now they can work their magic in comfortable conditions. Ja. Can't forget that no magic can happen without. Ich weiß. Let's create a coffee that techies will love. Ja. Mache ich gleich, aber ich wollte eigentlich erst noch mal Steckdose hier, ne? Wir können ja 6 Leute sitzen. Ich will es nochmal nicht übertreiben. Ne? Wir haben mal 4. Was brauchen wir? Na, okay, eine Steckdose ist noch drin oder es bringt 6. Ich wollte hier eigentlich noch 2 hinmachen. Aber vielleicht brauche ich noch was für die Okay, wir machen 2. Jetzt haben wir es aber. Okay, dann gucken wir mal, was der Techniker so mag.
Können wir auch eine große nehmen? Der Techniker, unsere letzte. Okay, Letterart extra groß. Können wir machen. Vanille-Eis. Und gefällt Milch. Das hört sich jetzt erstmal nicht so schwierig an, aber haben wir Vanille-Eis? Eiscreme. Doch, haben wir. So, Vanille. Braucht der Kaffee drin? Eigentlich schon, ne? Warte. Espresso. 100% Präferenz 0. Zwischen 30 und 49. Achso, ich muss noch Milch reinkippen, ne? Okay, Milch. Und dann brauchen wir noch aufgeschäumte Milch. Nochmal heiße Milch. Wie viel haben wir denn jetzt? Okay. Oder hätte ich kalte Milch machen sollen? Aber von der Temperatur her... Aber es ist bloß zeitlicher Trend. Folgt dem zeitlichen Trend steht da nein. Das ist ein bisschen komisch. Deswegen, warte mal, ich mache mal die heiße Milch weg. Achso, hier. Kalte Milch. So. Warum ist denn das jetzt rot? In der kalten Milch? Naja, wir tasten uns ran. So, lass uns mal die 300 erreichen. Wärmegrad hat gepasst. Hier ein bisschen kalte Milch. So. Zwischen 30 und 49. Wir haben 32, das passt. 300. Und Latte Art Blümchen. So. Latte Art Blume. Perfekt. Was habe ich vorhin gesagt gehabt? So. Gefällt uns kein weiter, ne? Also müssen wir für alle anderen noch was machen, weil es werden ja nicht nur Techniker hier reinkommen. Nice recipe. You're now ready to complete the mission. However, before we part ways, let's take a look at the loan payment. If you're considering taking a loan, remember that the rates are currently quite high. Ja, ich werde aber... Oder haben wir ihn, den wir zurückzahlen müssen? Scheiße. Was nochmal? Sie müssen schnell und effizient handeln, um das Beste aus dieser hektischen Jahreszeit zu machen. Beachten Sie, dass Sie dieses Mal ein Zeitlimit haben. Okay, das wird wahrscheinlich der springende Punkt sein. Wie lange habe ich denn Zeit? Da bleiben wir Zeit eine Woche, 6 Tage und 22 Stunden. Oder das Problem ist bloß, dass Darlin wird mich auffressen. Kann ich mir vorstellen. Now that you know this mission is timed, don't waste any second. I know it's going to be a tough challenge, but I'm sure you will eventually make it. I got to go now, but I promise we'll meet again soon. Ja. Okay. Hm.
Ich will mal ganz kurz gucken. Ja, Mission ist toll. Steckdosen kann ich schon mal lassen, aber ich brauche halt relativ schnell viel Geld. Ich würde das mal pausieren. Warte mal. Der Typ, der ist doch bestimmt nicht so drauf, oder? Ist bloß nach Stundenkraft. Wir entlassen. Jawohl. So, anheuern. Ist bei nicht schlecht. Das Problem ist, ich muss eigentlich von vornherein. Das passt. Von vornherein gucken, dass wir schnell arbeiten. Dass ich 24/7 auf habe. Und dass wir hier schnell auf den Wert kommen erstmal. Das ist vielleicht gar nicht mal so schwierig. Ich würde aber trotzdem erstmal vom Kaffee-Editor her. Das wollte ich ja. Ich bearbeite das mal. Okay, Techniker haben wir ja was. Wir müssen ja irgendwie alle abdecken, oder? Mal wieder. Der ist brett. Kein Wunder, dass den China kauft. Okay, warte mal. Haben wir irgendwas Kalorien? Okay, sind die vielen Fällen weg. Extra groß. Hier ist die Dings egal. Ah, Pistazien essen, na super. Also ich glaube, ich würde dann auch nicht so krass im Schnellvorlauf machen, sondern muss mir das halt wirklich angucken. Okay, lässig. Koffeinmittel. Wenig Koffein. Passt da schon mal nicht. Da gar kein Koffein. Ja, will auch größere Mittel. Hat der Kalor, haben die Kalorienbeschränkung? Sehr hoch. Über 350 und die. Oh. Aber eigentlich müssen da noch viele Geschäftsleute hier kommen, oder? Okay, hohe Kalorien. Okay, Pistazieneis. Und brauche auf jeden Fall auch Latte Art. Pistazieneis. Habe ich das überhaupt? Habe ich mit Sicherheit nicht, ne? Ne, muss ich erst erforschen. Das ist doof. Okay, so. Wenig Schichten und Stracciatella kann ich natürlich. Habe ich Stracciatella? Da, Stracciatella habe ich. Okay. Für die Senioren. Koffein weniger wie 50 Milligramm. Okay, das gefällt Senioren schon mal. Und eine besondere Zutat. Ah ne, das waren ja Toppings. Warte. Für Senioren haben wir schon was. Okay. Ich speichere den Espresso mal. Ich hoffe, das ist da nicht zu teuer. Einkaufen müssen wir auch noch. Okay, warte mal, Mario. Ich meine, ich könnte es mir auch, aber das ist abartig, der Preis, wenn ich es mir sofort hole. Deswegen kann doch sein, dass wir nochmal hier so viel Vanilleeis. Ja. Okay, Espresso. Da brauchen wir eh immer viel. Und das kommt schnell.
Also Senioren haben wir jetzt, Techniker haben wir jetzt. Geschäftsleute kann ich noch nicht so, wie ich wollte. Aber wir können ja mal wenig Koffein, hohe Kalorien. Wenig Koffein. Ah, die wollen wieder zu viel. Okay, wir können auch erstmal gucken. Die wollen Streuseln, Belag Blaubeere. Viele Zutaten. Hier sind Zutaten egal, ne? Jo. Okay, beim Touri. Temperatur warm. Streusel. Butter. Na, Butter müssen wir sowieso. Was ist denn hier? Warum Butter? Ist nochmal für Senioren geil. Belag ist aber bei Toppings dann, ne? Sirup, Milch. Kein Latte Art. Streusel. Das ist Extras, besondere Zutaten. Okay, Belag war da bei Toppings, ne? Glaube ich. Und die werde ich bestimmt erst wieder erforschen müssen. Ja, wie die Blaubeere. Okay, lass mal. Na, Wasser ist auch immer relativ teuer durch den Dings. Heiße Milch. Okay. Gefällt Geschäftsleuten. Aber die wollen halt nicht so viel. 84 Grad. Ach Mann. Aufgeschäumte Milch. Und eine Rosette. Ach ja. Okay, Butter. Espresso Tipio? Gut, naja, so wirklich viel erreicht haben wir jetzt hier noch nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich die Mission dann wirklich nochmal machen muss, weil wenn das zeitlich begrenzt ist. Mal gucken. Okay, was haben wir jetzt? Geschäftsleute, Senioren und Techniker. Warte mal. Hier ist ja wahrscheinlich wieder alles gleich. Obwohl, Studenten sind viel abends. Techniker sind auch viel abends. Naja, brauchen wir auf jeden Fall zwei Schichtsystem. Kann ich eigentlich schon noch ihn anhören? Es ist halt immer 8 Stunden. Okay, nachts. Kaffee ist schlecht, 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 aber der Rest ist sehr schlecht. Okay, Geschwindigkeit ist sehr schlecht, das ist auch schon mal scheiße. So, dich ziehen wir mal. Hä? Doch, war so richtig. Ich hoffe einfach, sie kriegt es alleine hin. Dann sind die auch zufrieden. Hoffe ich. Die kosten uns ja noch nicht so viel. Aber das ist. Ach so. Warum.
Ich wollte gerade sagen, ist das jetzt umgeschalten? Ich dachte erst. Okay, das passt. Das Problem ist halt bloß, dass wir wieder ein scheiß Darlehen haben. Was übelst teuer ist. Alter, 300 pro Tag, Alter. Okay, ich bleibe erstmal beim Kaffee, Dito, dann gehen wir nochmal rein. So. Geschäftsleute, Seniorentechniker hatten wir, ne? Müssen wir bloß noch alles andere abfrühstücken. Hier, die wollen extra groß. Das ist egal. Aber wenn wir viele Touristen haben. Naja. Größe Mittel. Oder? Du musst halt wirklich für jeden einzelnen gefühlt irgendwie was machen. Okay, warte mal. Die wollen extra groß, die wollen Mittel. Die wollen groß. Das ist nämlich schon wieder das Problem, dass die extra groß haben wollen. 250, ja, das ist so fies. Streusel, Blaubeere. Ja, wen holen wir am meisten ab? Problem ist, wenn ich halt nicht vernünftig mache, dann kommt halt keiner. Ich brauche aber halt Haufen Zutaten gefühlt noch. Ding ist, es werden wahrscheinlich auch viele Studenten kommen, ne? Okay. Kalorien, ich mache mal auf Studenten, ich hoffe. So, Mittel, Koffeinmittel, Früchte, Kalorien sehr hoch. Butter haben wir ja sowieso, ne? Butter. Espresso. Ja, gefällt den Senioren wieder, ne? Grüße. Was brauchen die noch? Kalorien sind sehr hoch. Und wir brauchen viele Schichten. Verschiedene Schichten oder nur viele Schichten? Einzigartige Schichten, okay. Hatten wir noch was? Latte Art wollen wir ja nicht machen. Okay, kriegst noch einen Vanillesirup, hoffe ich mal. Wahrscheinlich geht das gar nicht, ne? Sirup, ja. Okay, mal Schokosirup. Toll, das gefällt denen jetzt wieder. Ach Mann, Alter. Wo wollte ich Studenten, ne? Brauch mehr wie 5 Schichten. Dann kriegst du noch heiß Wasser und aufgeschäumte Milch. Okay, Kalorien sehr hoch. Wo sind wir bei den Kalorien? Knapp 300, die wollen über 350. Wo ist denn die Butter hier? Okay. Dann Koffeinmittel. Okay, 100. Sollten wir schnell erreicht haben. Jo. Und Größenmittel 200 bis 200 Kapazität. Ist schon wieder zu viel drin. Machen wir jetzt Wasser ein bisschen raus. So. Kategoriebelag. Nee. Nee. Wann ist die Früchte hier? Ach so.
Okay, Schlagsahne. Und ist egal, welche Frucht, oder? Ja, kriegst du eine Blaubeere. Oh, das wird wieder teuer. Okay, ich kann mir vorstellen, dass ich mich nicht auf alle fokussieren kann. Okay, Beeren. Gott sei Dank nicht so teuer. Leute wollen ja auch noch bezahlt werden. Boah, ich muss es erstmal so versuchen. Aber ich würde. Der kostet halt 90. Ist wieder ein bisschen runtergegangen, aber der verkackte Einfache. So, wo sind meine Serverten? Ach, Uhr. Weil hier steht Serverten. Halter regular. Also ich dachte, das ist ein einfacher, vielleicht gibt es noch andere. Ja, Daikon. Wie viel brauchen wir fürs 80 auf jeden Fall erstmal? Also ich hoffe, dass der Trick mir hier hilft. Dass ich die 80 Wegs erreiche. Hä? Ich kann sagen, gerade eben ging's doch. Ich weiß nicht, ob das schon wieder der nächste Tisch ist. Das nächste ist nämlich schon wieder 140. 400 haben wir noch. Ich brauche erstmal Zutaten, ne? Ach so, ich hab. Ich weiß, wir können auch nichts verkaufen, weil wir nichts haben. Ich muss gucken, bis das Zeug kommt. Bestellt haben wir alles. Okay. Das war nur der Kaffee, ne? Ich würde halt gerne das Darlehen erstmal loswerden. Die Zeit. Was brauchen wir? 15 Sekunden? Halt eine 5 goldene Bohnen, das wird schon mal. Tageslohn von mindestens 1000. Steckdosen sind jetzt nicht so schlimm. Kinder, ja. Hä, kommt kein Zeug mehr? Achso, das müssen wir auch noch holen.
Aber habe ich jetzt nicht schon alles da? Oder ist es halt dieses... Ah, toll, einfacher Wasserfilter. Hätte ich mich wirklich draußen umgucken müssen? Oh nein, die arbeiten zu zweit, ne? Dein Kontostand hat null erreicht. Kreditrahmen für 500, aber wenn du den Betrag erreichst, wirst du... Ach du Scheiße. Hat der wenigstens was zu bestellen? Hä, warum sollte ich jetzt so sehr auf Techniker gehen? Wenigstens Ena, ey. Okay, das Problem ist, wir haben halt nicht für alle was, ne? Wir haben halt bloß für bestimmte Gruppen. Oh, das werde ich schön verkacken. Da werde ich nochmal rein müssen. Aber du brauchst halt für jede Gruppe extra was. Hä, was ist denn nun? Ich sag mir nicht. Ich kann nicht mal den Router reparieren. Na gut, dass mir das jetzt passiert. Hä? Toll. Das werde ich wirklich nochmal neu anfangen müssen. Schiete. Also wirklich für jeden einzeln. Das Techniker haben wir ja gar nicht mehr so viel. Es kommt gefühlt. Also es würden hier viel mehr Leute kommen. Senior. Ja, das ist ja egal. Preis ist ein bisschen hoch, aber ich habe beschlossen, den noch zu versuchen. Wow. Ja, ist ja in Ordnung da oben. Hä? Ach so. Wusste ich, dass ich die Mist hier auch noch reparieren muss. Ja, toll. Ich meine, machbar muss es ja sein. Aber ich habe halt den entscheidenden Fehler gemacht. Hä? Ach so, weil ich auf Tab gekommen bin. Hipster. Kind. Naja, Kind würde ich jetzt nicht sagen, dass der 9 Jahre ist. Ich muss mal gucken. Ich habe mich voll auf die falschen Zielgruppen versteift. Problem ist halt wirklich für alle. Also ich hätte wirklich business as usual für die, die wir schon hatten. Und eigentlich die Techniker außen vor, da hatten wir jetzt mal einen. Das... Geschäftsmann. Gar nichts bestellt heute, möchte ich keine Espresso. Es gibt ja nichts anderes für mich. Ja, die wollen halt auch Auswahl. Aber das mit dem 8-mal muss, glaube ich. Also möchte ich trotzdem behalten. Ich überlege halt, wie ich es angehe. Dass ich einfach, also dass ich erstmal wieder einfache Tische und so mache. Erstmal darauf scheiße und auf dieser Werten baue, setze. Weil der Scheiß da oben ist schon wieder kaputt.
Weil das ist nicht viel. Also eine Woche, also ich weiß nicht, wir haben 2 Wochen oder so insgesamt Zeit, ne? Ich meine, wir müssen uns nicht alles nochmal nachgucken, aber ich werde auf ganz, ganz einfache Sachen setzen. Jo. Ach so, toll. Ich lasse das jetzt mal so. Da guckt eh keiner drauf. Ja. Ja, an sich, toll. Awesome. As you can see, this. Ja, das ist das Problem. Mann. Auf die falsche Seite. Vielleicht auch erstmal auf hier unten. Ne? Beschränken. Aber das ist halt steckt. Also du kannst mir jetzt sehen, dass Steckdosen so scheiße teuer sind, Mann. Warte. Machen wir es mal ganz einfach. Hier ein Tisch hin. Ganz popligen einfachen Sitz. Dann. Mann, der ist jetzt hier. 180 auf eine Steckdose, Alter. Wer zahlt so viel für eine verkackte Steckdose? Kann ich den Router hier auf den Tisch stellen eigentlich? Great. Now they can work their magic in comfortable conditions. Ach Scheiße, ja. Ja, warte mal. Okay, Techniker-Kaffee. Der Rest ist ja nicht gespeichert gewesen, ne? Da kommen halt nicht viel. Hat irgendeiner noch extra groß? Und dann gucke ich erstmal bei denen. Hier ist nur groß. Die Werte haben sich hier auch schon wieder verändert, ne? Mittel, warm. Größe klein. Okay, extra. Hipster. Ich mache eher was für Hipster. Ne? Latte Art Blume. Lebliges Blatt. Okay, wir viele Schichten. Milch. Vielleicht haben wir Glück, wir können das gleich besser abdecken. Also, Coffee, kaltes Wasser. Warte. Espresso, heißes Wasser, kaltes Wasser. Viele verschiedene Schichten. Okay, Vanilleeis. Wo ist das scheiß Vanilleeis? So. Habe ich Milch nicht drin? Ach ne, Milch habe ich noch gar nicht drin. Warte. Also Milch, aufgeschäumte Milch. Habe ich jetzt aber 5 drin? Okay, Hipster. Yo, ist ein nebliges Blatt kriegt da. Koffein sehr hoch, kann ich jetzt nicht mit dienen. Okay, warte mal. Wir müssen mal gucken. Warte. Ah! Vanille ist kaltes Wasser, heißes Wasser, heiße Milch. So, hier. Ich weiß ja nicht, wie viel da reinkommt. Und jetzt darf ich Latte Art machen, ne? Okay, ich kann ja mal Blume machen. Ich würde den Hipster aber auch nehmen, ne? Da brauchen wir halt ein nebliges Blatt. Damit ich wenigstens weiß. Nice recipe. You're now ready to come. Finanzen, ja. 20% interest per day. Mhm. Ich kann noch nicht so viel runtergehen. Und erstmal ein Mitarbeiter. Erstmal ein Mitarbeiter pro Schicht. Aber. Hä? Ja, toll. Ja, jo, wissen wir. Viel Erfolg, ja. Okay. Vanille. Ich mache erstmal 5 von allen.
Dann muss ich halt wirklich ein bisschen langsamer machen. So, 5-5. Ah, was auch auf jeden Fall wichtig ist. Achso, habe ich schon bestellt. Gut, da hätten wir gleich mehr machen können. Einfacher Wasserfilter. Brauchen wir auch. Und was ich auch vorhin vergessen habe. Ich bin jetzt richtig schön knauserig. Die dämliche Maschine. Brauchen wir die? Müssen wir reparieren. Ist aber nicht so schlimm wie bei der alten. Mitarbeiter. Oh Gott, das ist kacke. Das ist kein 12-Stunden-Schichtler dabei. Okay, es bleibt mir dann das rüber. Ach doch. Ne, es ist BS 8 Stunden. Auch anheuern. So, vom Zeitplan her. Er will ja vormittags. Was heißt vormittags? Aha. Ja, nee, es kann also. Jetzt 2 pm. Bis 10. So, das soll. Das ist fast vormittags, oder? Die haben wir erstmal. Da ist jeder dran. Ach fuck, die kann ich noch nicht in den. Die kann ich noch in King Training schicken, glaube ich. Lass mal ganz kurz überlegen. So. Kaffee-Editor. Wichtig. Ich brauche für jeden was. So, nee, Technik-Hipster hatten wir gehabt, ne? Hoffentlich können wir jetzt ein paar mehr abdecken. Ich will nicht zu viele Zutaten kaufen müssen. Wenig Koffein. Sehr wenig Koffein. Unter 50. Ja, von 50. Okay, warte mal. Ich mache das mal hier so standardmäßig. Was wären einfach Senioren und Studenten? Nur Mittel. Koffein will Straßenzeller, das habe ich noch nicht. Kaffeegröße klein. Will aber viele Schichten. Kaffee mittel. Die wollen groß. Die wollen mittel. Ey, das ist so. Okay, mehr wie 4 Zutaten. Mehr wie zu zetten. Wir machen erstmal mal Spaß über heißes Wasser rein. dann noch ein bisschen kalte Milch. Wir brauchen mehr Koffein. Hohe Kalorienanzahl. Butter. Oder Mayo oder Butter? Was hat denn mehr? 717? Jo, Butter. Bei Studenten dann aber wieder weg. Über 350 Kalorien. Hä? Will mich verarschen? Kalorien sehr hoch, über 350. Achso, So. Das passt. Für Früchte, Größe, Mittel. 200. 4 Schichten haben wir doch. Ach, mehr wie 4. Warte mal. Keine Latteart. Wir kriegen das irgendwie hin. Okay, ich brauche sogar mehr wie 5. Warum? Ach, einzigartige Belege. Okay, 30 bis 49 Grad. Muss mal kurz gucken.
Hä? Okay, wir haben Streusel, Blaubeere. Okay, wir brauchen noch Blaubeere und Streusel an Belag, wenn geht. Und Früchte. Das würde sogar super passen. So. Hä? Nein. So. Basisding. Eine Blaubeere. Streusel. Hab ich Streusel? Wenn, wo hätte ich denn Streusel? Muss ich erforschen. Okay, wir wollten bei 5 bleiben. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob ich überhaupt pausiert hatte. Okay, wir nehmen von allen 5. Dass das auch immer so unterschiedlich kommt, ne? Warte mal, was mir gerade einfällt. 3 PM. Hau ab hier mit deiner Mission, Mann. Es bringt ja wieder nicht, irgendwas drin zu lassen, aber ist sie jetzt schon am Arbeiten? Aber wenn ich sie jetzt entlasse, oder ist eher so, wenn ich ihn jetzt entlasse, aber ich habe noch nicht aufgemacht, oder? Warte mal, steht hier einer? Nee, hier steht keiner. Ein Zeitplan her. Nee, müsste sie sein, ne? Okay, Patricia, tut mir echt leid. Aber du meckerst da schon die ganze Zeit rum. Ciao. Dass wir einfach überspringen können, damit die Ware vielleicht schon da ist. Und dann neuen einheuern. Dass wir nicht noch mehr miese machen. So. Weiter geht's. Wir haben... Achso, ich muss erstmal. So, wir haben jetzt für... Oh Gott. Warte. Technik-Hipster und Studituri. So. Technik-Hipster. Studituri. Okay. Kinder, lässig, Senioren und Geschäftsleute. Koffein sehr wenig. Die waren ja bestimmt sehr hoch, ne? Ne, wenig. 50 Milligramm? Weniger wie 50. Das ist. Das 90. Naja. Kalte Sojamilch. Größe groß, das passt. Latteart ja. Einzigartiger Schichtenwert. Super. Dann kriegst du. Warte mal. Kalte Wasser rein. Kalte Sojamilch. Kalte Sojamilch. Aber warum sehr. Die wollen kalte Sojamilch, aber Temperatur soll über 80 Grad sein. Wie soll ich das hinkriegen, Mann? Warte mal, lass ich das kalte Wasser mal raus. Dann kriegst du nämlich heißes Wasser rein. Anders wüsste ich halt jetzt nicht, wie es geht. Der Schaum muss oben hin. Was hatten wir noch gehabt? Was hatten wir denn schon? Butter? Hatten wir Mayo auch schon? Ich glaube, Mayo hatten wir auch schon, ne? Aber dann brauche ich das nicht extra bestellen. Einzigartige Geschichten, viele. Oder mehr wie 5. Reicht das schon? Das ist ja die Frage.
Nee, geht wieder runter. Aber wir haben auf jeden Fall viele. Ja, gut, sehr heiß. Ich habe das bis... Obwohl, ich kann ja... Hier brauche ich ja nicht so viel. Ja, nur mit heißem Wasser über 80 Grad ist halt schwierig. Okay, kalte Sojamilch können wir runtersetzen. Also wird ein Schuh draus. Okay, und Ladderart. Ist egal, was? Extras. Ja, gut. Ladderart. Hier für die Kinder. Da fehlt uns noch Geschäftsleute, Senioren und Lässige, ne? So, ja, Milch. Ich glaube, den Espresso kann ich dann wegmachen, aber ich brauche ja eh noch zwei Slots. Geschäftsleute, Senioren und Lässige. Senioren wollen klein, ne? Größe klein. Die wollen Pistazien-Eis, die anderen Stracciatella-Eis, Alter. Die wollen Himbeersirup. Der Koffeinbedarf ist halt zum Kotzen. Okay, warte mal. So, ein Espresso. Habe ich überhaupt Stracciatella-Eis gehabt? Nee, ne? Oder doch. Stracciatella. Die wollten Stracciatella und die wollten Pistazie. Ja, toll. Pistazien-Eis kann ich denen sowieso nicht liefern. Also machen wir bei den Senioren weiter. Sehr wenig. Koffein, würde. Besondere Zutat. Ja, hier ein Stück Butter. Der Senior. Ich habe halt einfach kein Pistazieneis. Das ist scheiße. Für Geschäftsleute ist schwierig. Ich will mal bloß mal probieren, ob ich vielleicht ein bisschen da noch rankomme. Die aufgeschäumte Milch drauf packe. Was wollen die haben? Rosette. Okay, war jetzt sogar gar nicht mal so schlecht. Aber hier das dämliche Pistazieneis. Also fehlt noch was für Lässige, ne? So, Koffeinmittel. Was hieß ein Mittel? 100 Milligramm. So. Extras, Blatt Himbeersirup. Gott sei Dank. Wie Extras. Super, da kriegst du dicke Sahne. Und warte, erstmal aufgeschäumte Milch. Lol, das ist auch was für Studenten. Super. Aber kriegt keine Früchte drauf. 250 bis... Okay, wir brauchen noch 250. Espresso, mal aufgeschäumte Milch. So, mehr kriegst du nicht. Und noch ein Blatt. Ein Blatt. So. Okay.
Ja, klassi lassi. Nee. Damit ich es einfach hab. Was fehlt noch? Cremige Wolke. Wenn ich genug Kohle hätte, wäre ja kein Problem. Wenn ich genug Kohle hätte, kein Problem. Erstmal gucken, dass alles da ist. Vorher brauche ich halt... Kommen die Leute hier, ja. Und ich muss ja meine Serviette da oben noch hinpacken. Aber so, dass wir erstmal aufgestellt sind, dass die Leute auch bleiben. Das ist halt wichtig. Wir haben noch 1500. Ja, ich würde oben auf jeden Fall erstmal das mal Kohle machen. Unsere Serviettentische wieder hinpacken. Vielleicht haben wir ja gut. Und die wollen gleich was. Wo habe ich überhaupt meine Karte hier? Oh nein. So ein Dreck. Oh, scheiße, das habe ich nicht geguckt. Das wollte ich auch noch machen. Alter, dieser fucking Kredit, dass die den aufzwingen. Und jetzt habe ich nicht mal gespeichert. Alter, das sind 400 einfach so weg. Hallo? Achso, der war noch nicht da. Wo ist denn hier meine... Warte mal, habe ich hier... Oh, schau mal, ja. Das hat... Oh, nein, das war nämlich das, was ich eigentlich... vorher noch machen wollte. So, da fehlen auch Zutaten. Scheiße. Ja, ich weiß, dass doch Zutaten fehlen, aber Mann, Alter. Okay, wie sieht's denn? Warte. Ich habe die Dings noch nicht, bevor die bezahlt. Okay, wir haben alles da. Ich werde trotzdem mal speichern. Nee, warte mal. Nein. Shit. Oh, zwei Serviettentische hier hin. Oh, was wollten wir auf... War es auf 80, ne? Hä, warum nicht? Oh, Junge! Entschuldigung. Ich wollte jetzt einfach hier schnell dahin basteln. Ist doch genug Platz. Ja, auf 80. Wir haben es gleich. Oh, das mit dem Kredit, Alter, da sind 400 weg. Scheiße. Mann, was denn? Das war so dumm. Ach, scheiße. Wir haben ja schon 80. Okay. So. Ja. Fragt sie halt bloß, wird die zufrieden? Aha, mal die Fletschtaste. Wir hätten eigentlich noch 860 hier oben. Ach shit, ich brauche erstmal.
um die verbessern zu können. Das war jetzt doch meine Idee gewesen. Ja, toll, jetzt kommen Leute. Ja. Warte. Super. Ist sie das? Kostet das mal so 100. Okay, die. Okay, Schnelligkeit müsste noch passen. Kunst weiß ich nicht. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, er kommt. Oh, Gott sei Dank. Oh, warte mal. Wir brauchen ja Mitarbeiter. Wir brauchen ja noch einen. Schlecht, nicht schlecht. Toll. Schnelligkeit ist aber nicht schlecht. Nimm mal ihn. Ich würde sagen, wir brauchen nicht. Ja. Ist jetzt halt so. So. Bist denn du? So, jetzt habe ich sogar komplett den Müll vergessen. Problem ist bloß. Warte mal. Oh, eh mal, dass die Kacke hier wieder ist. Toll. Und hier komme ich es nicht. Hier komme ich. Doch, hier komme ich ran. Okay, vielleicht einfachen. Einen ganz popligen, einfachen Tisch. Was ich schon wieder vergessen habe. Ich wollte die ganze Geschichte nochmal speichern. Damit ich auch weiß, welche. So, dementsprechend. Vielleicht merkt man es, dass ich schon ein bisschen am Rumhampeln bin. Ich würde mal kurz auf Klo gehen wollen und verbinde das gleich mal mit meinem Raucherpäuschen. Deswegen sehen wir uns in 5-6 Minuten wieder. Also bis gleich. So, bin wieder da. Okay, gespeichert hatten wir. Das Wort 500 haben wir noch. Warte mal. In Recherche will ich eigentlich nicht viel rein investieren. 20 pro. Das sind immer noch bei 300. Ich hoffe einfach mal. So, dass ich mich um den obersten Stockwerk gar nicht kümmern brauche. Ich sollte mal gucken. Okay, ist noch morgens. Okay, warte mal, was hat er? Ständig wiederholende Elemente. Können wir eigentlich. Das ist offenbar ziemlich teuer, ne? Ja, kostet noch 40. 20. Okay, bloß ein bisschen.
Ja, ich könnte noch was in die Aussage packen, kostet uns aber auch wieder Geld. Okay, sie hat gerade... Nee, jetzt hat sie Feierabend, okay. Warten wir auf den nächsten. Läuft auf jeden Fall schon ein bisschen besser wenigstens. Okay. Nicht. Ich hoffe, die geht uns nicht aus. Das könnte wirklich eine schwierige Nuss sein. Okay, das passt noch. Das haben wir auch. Das Darlehen, ich glaube, das Darlehen würde uns sonst wieder über die Zeit komplett auffressen. Warte mal. Vielleicht mal so, dass ich da gleich rankomme. Dass der auch jedes Mal da ranzoomen muss. Also ich will wirklich versuchen, am ersten Tag so gut wie es geht, Darlehen wegzukriegen. Also noch sind sie einigermaßen zufrieden. Hat null erreicht? Wieso? Okay. Wahrscheinlich wegen dem scheiß Darlehen. Ich dachte, das wäre 12 Uhr abends. Wir haben jetzt so eine andere Zeit angefangen. Noch haben wir nicht so viele Kunden, das geht. Also 12 Uhr morgens, nicht abends. Gucken. Aber das wäre auf jeden Fall erstmal das Darlehen wegkriegen. Okay, wie sieht es mit Vorräte aus? Simple Tassen 5. Okay, warte mal, zur Basis. Hier. Wichtig. Geht noch. 10er, Sojamilch 5er. 5er. Cremige Wolke. 5er. Süße Mayonnaise. Die kostet nicht so viel. Ich hoffe, die macht nicht gleich Feierabend. Dass ich nicht wieder ins Minus komme. Oder ich musste Strafe zahlen, weil ich ins Minus gekommen bin. Das passt noch alles. 5er, 4er. Toppings. Sieht auch noch gut aus. Okay. Ich weiß halt nicht, wann sie Feierabend macht. Das ist das Problem. Oder kommt der nächste? Dass das hier so dämlich drüber ist. Und dass er jedes Mal da wieder reinzoomt, das ist halt nervig. So. Wir gehen gleich wieder in die Miesen, ich sehe es doch. Wie viel muss ich zahlen pro Tag? 180. Oh, komm, Ena noch. Okay, ist da. Probier es bloß, wenn die dann Feier macht. Okay, 180 wurde noch nicht abgezogen. Okay.
Okay, er hat gerade erst angefangen. Lassen wir ihn nochmal. So, Finanzen. Hat 40, 133. Ja, aber ich. Das ist halt ein bisschen komisch. Ja, über den Preis kann ich aber leider nicht. 230. Dann macht denn ihr Feierabend. Okay. Wann, was hast denn, wer bist denn du hier? Mr. Louis? Und Zähne. Okay, ist gleich um Zähne. Oder hat sich das jetzt umgestellt? Er hat ja gerade erst angefangen. Okay, die sind kaputt, das ist nicht so weiter schlimm. So, Finanzen. Ich hab's gewusst. Sollte halt nicht sein. Und die Kacke hier muss ich auch langsam reparieren. Das ist ein Problem. Na, hallo? Hallo? Der. Okay, dann machen wir erst den dämlichen Router. Wie sieht es mit den Vorräten aus? Toppings immer noch 4er, 5er. Da brauchen wir irgendwie gefühlt gar nichts von. Einwegdinger haben wir noch 5 Packen. Brauchen wir aber durch mit am meisten. Oh Buddha. Oh oh. Er macht doch nicht gleich Feierabend, oder? Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet. Nee. Toll. Braucht ich das für. Warte mal, braucht ich das für. Meine Mission war ja 15 Kunden. Im Café. Ja, doch, ich brauche 5 goldene Bohnen. Und 8 Steckdosen. Ja, Steckdosen machen wir dann kurz vor Schluss, aber. Ach so, was ist denn eigentlich der Zeitrahmen? Eine Woche, 4 Tage, 3 Stunden. Oh, Dreck, warte mal, ich sehe gerade. Die Dinger sind schon wieder kaputt. Das hier ist mal noch 9 Euro. Und dass man in diese scheiß Steckdose nicht rankommt. So. Okay, sie macht gleich Feierabend, ne? Ne, doch nicht. Was nur? Warum sind die jetzt abgehauen? Okay, wie ist denn eigentlich der Kreditrahmen? 400 müssen wir noch abbezahlen.
lesen. 60 pro Tag. Ich muss ja halt auch gucken, dass ich dann zur Potte komme, ne? Dass wir ja mehr Leute reinkriegen. Goldene Münze gefunden. Okay. Das sind bloß noch 40 pro Tag. Was gut machbar ist. Ich mache jetzt mal mehr Speicherstände. Nur vorsichtshalber. Kunden. Kaffee zu mitnehmen haben wir schon. Zielpunkte, okay. Nicht schlecht. Wir brauchen ein Barista. Mindeststufe gut. Bei Kaffee. Nein. Schlecht wäre auf nicht schlecht. Nicht schlecht wäre auf gut. Okay, wir brauchen ja bloß einen davon, ne? Aber die Herzchen. Die Herzchen, das wird. Ich müsste halt in andere Sachen vielleicht noch mit rein investieren. Weil es jetzt nicht nur an ihm liegt. Warte mal noch besser. Und die Kacke, dass die Kacke jedes Mal kaputt ist. Junge, was ein Billig-Scheiß. Das ist dann wieder gleich eine Bestellung, die in den Flöten geht. Okay, wer tingelt denn jetzt hier eigentlich rum? Zeitplanmäßig. Okay, wir warten, bis sie mal anfängt. Einfach bloß, damit ich das nicht aus den Augen verliere, was der kriegt an Kohle. Aber ich muss halt doch viel mehr in die Dings reinstecken. Okay, warte mal. Mitarbeiter. Machen wir sie auf gut. Oder ihn, Entschuldigung. Kann ich gerade nicht. Was hat denn er? Sieht alles gleich aus, ne? Toll. Nichts über Milch, ja. Deswegen auch in die Dings investieren. Aber das Zeitlimit ist halt kacke. Bewertung von. Ja. Hä? Ach so, wir brauchen. Wir hätten es eigentlich schon schaffen können. Aber die Ausbildung dauert noch ein bisschen. Was hat er denn schon her? Ja. Er ist nichts über Milch. Mal gucken, aber es geht halt stetig runter. Wenn das im richtigen Zeitpunkt gekommen wäre, wäre es schon wieder kein Problem. Ich weiß jetzt nicht, warum der oder die stinkend abgehauen ist. Was zum
Was ist der jetzt hier? Kinderbewertung? Nee. Okay, wir haben 300. Mobiliar. Artikel wurde noch nicht erforscht. Ich bin nämlich auch mal überlegen, da brauchen wir 140. Könnte eigentlich, glaube ich, noch drin sein, warte mal. Ja, es geht weiter. Ach schön, hier können wir auf die Kante auch noch was packen. Vielleicht mache ich ein paar noch unten hin, aber... Ich muss halt mit der Bewertung langsam zu Potte kommen. Kriege ich hier nicht auf die ganzen Tische drauf, ne? Wieder dazwischen. Hier war es doch gerade. Krieg ich hin irgendwie hier zwischen? Na. Wollen wir noch 6? Noch 2. Komm schon. Ich würde sagen, Unge. Okay. Nein. Warte. So. Ach, die Dinger, Alter. Nutzt die eigentlich großartig einer? Fühlt nicht so, ne? Ihr lernt noch. Okay. Na super. Gerade Feiern gemacht. Hier nur, bevor ich es habe. Bevor ich es wieder übersehe. Was zum Fick? Was soll das? Waren das jetzt wieder Kinder, die nicht haben? Oder glauben nicht zu haben? Das muss ich halt in die Marktforschung rein. Also was halt Marktforschung, Dienstforschung. Aber das kostet halt wieder. Ich weiß halt nicht, ob das jetzt... Also wir sind eigentlich jetzt auf einem guten Stand, aber wir haben halt vielleicht nicht genug Zeit. Das kann problematisch werden. Na super.
Okay, wir haben alle Dings bis auf die 20er Bewertung. Ah, scheiße, der Kredit. Der Kredit. Okay. So, Kredit ist weg. Abbezahlt. Sehr schön. Sollte man sich schon... Ach so. Recherche. Das ist ja pro Tag, ne? Ich habe ja 50 Reingerungen gehabt. Ich hoffe, das rentiert sich. Jetzt komme ich wegen ihr. Ich wollte gerade sagen, nicht an die wilde Steckdose ran. Okay, warte mal, was haben wir denn? Was haben wir denn? Oder wo? Ach, das ist ja alles Einsitzer bloß immer, ne? Die kosten halt so viel. Ja, ein moderner Stuhl. Dass du hier einfach keine Mehrsitzer hast. Mit Tischen, vielleicht erstmal Tische, die mehr Leute faszinieren. Wäre das, dann würde ich nämlich die einfachen Tische austauschen. Jo. Also dann antiker schmaler Tisch. Antiker schmaler Tisch. Ja, es ist halt das Interieur, was uns, glaube ich, noch übelst zurückhält. Ich meine, so kohletechnisch sieht es eigentlich schon ganz gut aus. Ich meine, für die nächste Stufe braucht man aber schon wieder 200. Weiß ich gar nicht mehr, ob ich mir das über die Dings leisten könnte. Da will ich aber nicht... Ehrlich gesagt nicht. Oh. Hat einen Kunden Kaffee ver... Willst du mich ver... Ja, toll. Warte. Okay, der Kitty. Okay, machen wir ein bisschen günstiger. Wenn es wirklich vielleicht an den Preisen liegt. Stuhl. Haben wir den Tisch wenigstens schon? Immer noch nicht. Stühlchen. Welchen Stuhl wollen wir denn da haben? Na, eigentlich der, ne? Moderner Stuhl. Was sagt denn eigentlich die Mission? Wie lange machen wir noch? Eine Woche, ein Tag. Wir müssen noch die nämlichen Steckdosen kaufen. Okay, ich muss mal überlegen. Wir brauchen ja bloß einen Barista, ne? Wenn ich jetzt nochmal wüsste, was die Voraussetzungen waren für die nächsten Stufen, das ist halt das Problem. Und das mit den 20. Das dauert zu lange.
Zeit über Deko-Krams oder anderen Deko-Krams. Japanischer Stich. Willst du mich verarschen, Alter? Wir haben den immer noch nicht, ne? Der erforscht alles andere, aber nicht das, was er soll. Okay, Snacks muss ich. Okay, bringt ihr keine Stilpunkte? Eine Fußböden Pflanzen. Ja, wenn die nicht so teuer wären. Die Mehle hatte ich schon. Klatsch hier mal ein bisschen was ran. Warten, bis der fertig ist. Das ist halt das Problem. Aber ich komme halt auf diese 20 immer noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht sieht der Laden auch von außen wie Rotze aus. Mann. War das modern? Den modernen haben wir immer noch nicht, oder? Oder haben wir den modernen schon? Moderner Plastikstuhl, toll. Was war das gewesen? Der Hocker war bloß Hipster. Ich hab doch... Tischer Stuhl war es nicht gewesen, ne? Vintage Gartenstuhl. Er hat immer noch nicht den bekackten Tisch. Warte mal, was wir aber noch machen könnten, wäre Gemälde. Recherche, Gemälde. Ich meine, soll ja ein bisschen wohnlicher sein. Was ist denn eigentlich mit Böden? Weil der Boden sieht ja eigentlich auch aus wie Rotz. Bringt auch Stilpunkte, Senioren. Bringt 4. Okay, ansonsten ist es bloß Senioren. Ach, das ist das Ganze. Ach stimmt, ich vergaß. Das ist das Ganze. Hier mal den Müll weg. Wenn ist dann wahrscheinlich auch das Ganze, ne? Oder sind das die einzelnen Wände? Okay, ist alles. In der Hoffnung, dass es was bringt. So, haben wir ein Gemälden was? Ich glaube nicht, ne? Ich wollte ja welche. Ah, ist 190, Alter. Sind halt auch teuer. Dann wahrscheinlich eher sowas, aber muss erstmal erforscht werden. Winchester klassisch? War das der gewesen? 50. Trendiger Barhocker. Warte mal ganz kurz. Mal ganz kurz. Weil das jetzt nach vorne verschoben wurde. Das ist halt kacke. Ich denke jedes Mal, die bleiben hier hinten.
Moderner Stuhl, das ist den, den wir haben wollten. Bei dem für die meisten. Aber ich habe das Gefühl, ich werde dafür keine Zeit haben weiter mehr. Kostet 150, der kostet auch 150. Oh wei. Und ich muss auch langsam noch mal gucken wegen die Dings, ne? Wegen die Vorräte. Obwohl ich da halt echt knappig, glaube ich, rangehen müsste. War da wieder was zu teuer gewesen? Ich habe jetzt halt null drauf geachtet, also bis auf hier die Stilpunkte, was das uns weiter bringt. Ja, toll. Aber die dämliche Zeit ist halt, ne? Eine Woche, Alter, wir haben bloß noch 7 Tage. Wie willst du denn das hinkriegen, Alter? Weil aufhalten tut mich ja ein. Tut mich, ne? Hier, das mit den 3 Bohnen. Oder mit den 5 am Ende. Mit Stilpunkte sollten wir haben, aber halt die Bewertung. Das ist halt das Problem. Und so einen krassen Grundfluss haben wir nicht. Außer jetzt kommt nochmal. Beim letzten Mal hatten wir ja Glück gehabt, dass das nochmal hochgeschossen ist gleich. Durch eine Aktion von der Stadt. Die viele abgreifen. Ja, ein Ticker schmaler. Naja, vielleicht kommt das als nächstes. Vielleicht habe ich ja Glück. Wir können uns aber wieder 3 von unseren Hockern holen. Oder ihn. Ne, 2 jetzt so. Dann haben wir die wenigstens schon mal. Aber ich habe das Gefühl, dass. Wird nicht ausreichen. Ja, die müssen wir auf jeden Fall nochmal trainieren. Also, vielleicht liegt es halt wirklich an unseren Baristern, an die, die nicht so dolle sind. Könnte gut sein. Okay, Milch. Dings geht vor. Muss er mit seiner Schulung noch ein bisschen warten. Hat der nicht 160 gekostet? Typ? Jo. Vielleicht reißt der uns ja die ganze Zeit rein. Alter, bloß noch 63 Cent. Dass die Herrschaften halt zufriedener sind. Oh, Alter, diese Dinger.
Ach so. Okay, hier kommt gar nichts weiter. Gefühlt. Ich will mehr Leute damit abgreifen. Aber... Hatte ich Gemälde? Doch, Gemälde hatte ich, ne? Mal Recherche. Doch, Gemälde habe ich. Ja. Kleiner moderner Tisch. Welchen wollten wir haben? Schlanker Tisch. Schlanker Tisch B. Ja, klar für 240. Hier, okay, Tische können weg. Sitze eigentlich auch. Nee. Ach Typ, setz dich doch jetzt da nicht ran. Ja, toll. Den kann ich jetzt nicht wechseln. Den kann ich jetzt einfach fucking nicht wechseln. Wenn der abhaut. Okay, sie ist abgehauen. So, warte mal. Nein, den will ich hier auch nicht reparieren. Den will ich einmal weg haben. Und dann schmaler. Wo war denn der gewesen? Der war's. Wenn der Typ da endlich mal abhauen würde. Und wieder setze ich noch einer rein. Bist du mit dem Scheißkaffee jetzt langsam mal fertig, Typ? Geht doch. Warte, bevor jetzt der nächste da hinsetzt. Nee. So, ciao. Das war... Nee. Der war's wieder mit dem schmalen Tisch. Jetzt kann ich den hier nicht hinstellen. Hier ging es doch gerade. Oh, Junge. Wir sind bei 6. Wie sieht's mit unseren... Toll. Wie sieht's mit unseren Mitarbeitern aus? Der ist gut, der ist nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht. Würde ich halt auch gerne auf gut haben. Wer hat etwas? Die Sache ist, Rabatte. Oh, warte mal, Werbung. Marketing. Nein, das habe ich ja vollkommen vergessen. Problem ist halt bloß, wer... Ja, natürlich, Alter. Da kommen bei uns viele einkaufen. Radio ist noch teurer. TV, natürlich ist es teuer. Warte mal, was ist das jetzt für einer hier? Ein Kind. Toll. Okay, vielleicht muss ich halt auf Marketing setzen. Dann mache ich mal... Warte mal, Recherche. Stopp. Wer ist er? Oder sie? Hipster. Ich weiß gar nicht, kommen Senioren großartig bei uns an?
Was anderes wüsste ich jetzt auf die Schnelle nicht. Techniker kommen ja sowieso nicht. Dauert 10 Tage. Aber müsste ich sofort bezahlen, ne? Toll, ist natürlich jetzt ein Techniker da. Dass der Mist hier immer kaputt gehen muss so schnell. Das Problem ist bloß, ich habe nämlich den Router weggepackt, oder? Habe ich den Router weggepackt? Was so eine Kampagne kostet halt. Und ich weiß nicht, wie viel die bringt. Okay, wenn ich mal alle Zielgruppen mache, 360, 8 Tage, ich mach mal 5 Tage. Gut, geht sofort weg. In der Hoffnung, dass. Der dämliche Router ist komplett weg, ne? Habe ich den verkauft aus Versehen? Dir. Oh, ja, toll. Ich muss halt auf die nächste Stufe kommen, in der Hoffnung, dass. Ja, toll. Okay, das sind Kampagnenleute. Oh, scheiße. Ja, Alter, das ist schon wieder runtergegangen, ne? Warte mal ganz kurz. Wir haben jetzt. Wo sind wir? Wir sind da. Toll. Okay. In der Hoffnung, dass. Meine zwei können schneller bedienen. Ich hoffe einfach, dass ich hier irgendwie auf den grünen Ast komme. Das ist kacke. Aber sieht erstmal auch nicht so wirklich so aus. Ich weiß nicht, ob es jetzt zu lange dauert. Wahrscheinlich. Ich muss sie erstmal ein bisschen laufen lassen. Der dämliche Router ist halt auch weg, warum auch immer. Diese ersten 20 zu kriegen ist halt scheiße. Weil immer irgendwer enttäuscht ist, so was hast du. Sehr viele ständig wiederholende Elemente, Alter. Dass das jedes Mal so reinknallt. Was willst denn du hier haben? Warte mal. Um dem vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken. Pflanzen. Vielleicht muss ich halt wirklich einfach bunt machen. Will ich zwar nicht, und das sieht jetzt aus wie Arsch, ich weiß. Hier nicht irgendwie. Da kann ich noch eine Lampe basteln. Dass die halt Haufen verschiedene Sachen haben. Das hatten wir, Winde hatten wir, Gemälde. Habe ich, glaube ich, dann nicht weiter erforscht. Hier, das war mal gut. Darf es aber auch nicht übertreiben. Dämlichen Router, der ist ja irgendwie vor Abhand gekommen oder vielleicht ist er unten noch, aber eigentlich nicht, ne? So. Den Mist reparieren.
Ich habe ein bisschen mehr Deko reingeknallt. Vielleicht, also ich hoffe, dass es ausreicht. So, warte mal ganz kurz. Mitarbeiter, Zeitplan, wie sieht's aus? Sie ist wieder alleine. Kohlemäßig sollte es gehen. Mitarbeiter anheuern. Okay, vielleicht noch eine 4-Stunden-Kraft. Dass der aber sofort anfängt. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Hä, what the fuck, Alter, was ist denn das jetzt? Was soll denn das jetzt? Habe ich gar nichts bestellt? Kein Lässig, es gibt leider nichts für... Hä? Oh, nein, leck mich, Alter, weil die Maschine im Arsch ist? Oh nein, es ging nämlich gerade hoch. Warum kriege ich immer gleich zwei Minus-Dinger? Das... Das hat mir nur wieder nicht gefallen. Keine Bewertung. Wer ist denn jetzt hier gerade rausgeschlendert? Alter, was denn? Hallo? Das ist halt so doof. Und wisst ihr, ich bin mit dem Preis schon runtergegangen. Dieses, es hat so viele sich ähnelnde Elemente. Ich versuche den hier eine schöne Sitzgelegenheit hinzubasteln. Wo mir einfällt. Haben wir noch irgendeinen anderen Sitz, der viele Leute anspricht? Wir haben ja den, ne? Okay, im Kosten B 150. Oh, scheiße, ich habe den anderen Stuhl verkauft, habe ich gerade gesehen. Bei den falschen Stuhl verkauft. Na, super. Okay, wir kriegen das ja Gott sei Dank immer 1:1 zurück. Glaube ich. So, weißt du, was ich noch vergessen habe? Ja. Kommt ja auch immer gut an. Aber ganz ehrlich... Ich habe jetzt bloß noch 5 Tage. Und dieser... Junge, hör mal auf rein zu raus zu zoomen hier. Sag mir nicht, der ist alleine. Das bringt dann auch gar nichts. Ich glaube, Kunze ist jetzt nämlich schon abgehauen. Die haben halt ständig was zu meckern. Die sind aber zu zweit, oder? Ja, die sind zu zweit. Schnelligkeit kann ich jetzt auch nicht mehr so viel machen. Also ich glaube, es ist ganz gut angekommen, dass ich für Tiere Yo gemacht habe, aber... Das war's dann auch schon. Ich komme auf keinen grünen Zweig. Einfach nur, weil ich hier, also, ja. Ich brauche hier bloß 20 Ws, am Ende brauche ich 60 oder so. Das könnte ich auch noch maximieren. Aber in der Zeit halt.
Ach so. Warte mal, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ist gut. Was war denn nur schon wieder, Mann? Tourist, wir haben doch was. Menü, ihn aber nicht zubereitet. Oh nein, ich sag mir nicht, dass mir Ware dafür gefehlt hat. Lag's an der Ware. Gucken wir bei den Vorräten. Nee, nee, nee. Von den Sachen brauchen wir gar nicht so viel. Das Problem ist bloß, ich habe immer den ersten Speicherstand zu spät gespeichert. Sonst hätten wir da eine vernünftige Grundlage gehabt, weil uns das am Anfang viel abgezogen hat. Die sind halt, glaube ich, immer noch durch die Werbemaßnahme oder so. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Was hat denn er? Hä, willst du mich verarschen? Warum? Ist doch alles da. Okay. Ich mach's mal ganz krass, aber ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Ich bin bloß mal gespannt, was das Spiel dann sagt. Aber ich weiß nicht, ob das eine Hürde sein wird, an der. Ach so, ich habe nicht mal so viel. Ja. Toll. Dieser Bewertungs. Ich würde gerade sagen, diese Bewertungsscheiß, ja. Hat ja alles Hand und Fuß, aber. Ich weiß nicht. Krass große Erwartungen dürfte die ja nicht haben. Muss halt lange warten. Und wenn sie zu lange warten müssen, dann verpissen sie sich wieder. Vier Tage und 12 Stunden. Warte mal. Also er, warte mal. Mitarbeiter, Raphael, du bist erstmal raus. Zeitplan, warte mal. Die sind dann zu zweit. Ah, toll, kann ich nicht verschieben. Ich meine, über die Zeit kohlemäßig läuft, aber. Der Rest halt. Also ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass sie zu lange warten müssen. Gut genug ausgebildet sind sie. Wo kommen denn... Die haben jedes Mal... Die Einrichtung hat sehr viel, sie ständig... Das ist halt die größte Kacke, Alter. Also das mit dem sie ständig wiederholenden. Musste ich dann einen Tisch, vier verschiedene Sachen? Sind sie dann zufrieden?
Ich meine, das hat sich dann ausgeglichen, wenn die, wenn die. Das ist halt. Ey. Und das sehe ich nicht ein, warum ich die Bude nicht so vernünftig. Also ist ja jetzt nicht vernünftig eingerichtet, aber. Um komplette Abwechslung zu bieten, das sieht halt bescheuert aus. Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist so ein Tisch, dann so ein Stuhl, noch einen anderen Stuhl, noch einen anderen Stuhl. Weiß ich halt nicht. Also. Mal hier mal schnell. Hier, den habe ich schon. Es ist halt wirklich. Das ist halt das, was hier echt reinhaut. Dass du zig verschiedene Sachen anscheinend brauchst. Weiß es nicht. Toll. Kann der Gesundheitsinspektor machen? Kann ich das hier irgendwo hinstellen? Also mir ist das schon bewusst, dass sich hier vieles wiederholt, aber. Vielleicht ist es von der Problematik her auch wirklich das Servietten-Ding oben. Dass ich das wieder abreißen muss. Ach lol, ich brauche ja bloß noch. Warte, ja gut, dann können wir hier. Kellerbügel. Ja, kommt hier hin. Ja. Also, dass das wirklich too much ist. Das funktioniert zwar dann gut, um Kohle zu machen, aber dass man das halt alles wieder wegmachen muss, weil. Wie viele Tage haben wir denn noch? Okay, wir haben bloß noch 3 Tage. Ich würde mal spaßeshalber. Hallo? Also, weil das ist halt wirklich sehr viel, ne? Ich meine, wir kriegen ja alles wieder zurück, was schön ist. Oh, okay. Hat er alles deleted. Mal gucken, ob das Problem weg ist. Ob es jetzt wirklich bloß daran lag. Dann weiß ich halt fürs nächste Mal Bescheid. Ich meine, ja, jetzt aber 1000, das ist supi, aber. Dass man deshalb nicht auf den grünen Zweig kommt. Also kohlemäßig ja. Aber dass man wirklich ab dem Punkt dann aufhören muss damit. Die Sache ist bloß, beim letzten habe ich halt, bei unserem letzten Kaffee haben wir halt auch nicht alles verkauft. Es lag halt wirklich daran, ne? Es lag halt wirklich daran. Also ich kann es mir schwierig vorstellen. Was wären die nächsten Anforderungen? Von was? Milch. Milch. Nicht schlecht. Auch gut, ne? Ah, ja. Ich sag mir nicht, das geht so weiter.
Ach so, was man noch machen kann, wie viele Tage haben wir denn eigentlich noch? 2 Tage. Was braucht man noch? Ich hoffe, Sitzplätze für 15, Nena. Warte. Wie viel können wir denn überhaupt hier? 7. Wir können ja maximal 7 machen. Gehen wir hier hoch. Dass jetzt wirklich halt daran gelegen hat, ist halt scheiße. Na, den hatten wir ja schon, ne? Nicht, dass sie wieder rummeckern. Achso. Ich meine, jetzt können wir uns ja leisten. Okay, vielleicht nicht so viel. Machen wir noch was anderes. Also machbar muss es ja sein, ist klar. Holzsitz. Ja, je, yeah, was ist ein Holzsitz? Also die Werbung funzt schon mal, das ist schön. Aber halt das. Mir ist das halt viel zu spät aufgefallen. Ich würde es jetzt, glaube ich, einfach mal durchlaufen lassen. Mal gucken, mal jetzt. Es. Ja, langsam aber sicher geht es halt immer hoch. Wegen Preise können sie auch nicht rummeckern. Geh weg. Aber es kam halt viel zu spät. Ich habe 12 Besucher. Ich habe 14. Aber ich muss halt zum Punkt hier, ne? Wenn wir da 60 haben. Genug haben. Oben ist irgendwo Müll. Auch nochmal Müll. Und dann ist schon mehr machbar. Oh. Also hätten wir noch ein bisschen mehr Zeit. Und. Oh Gott. Oh Gott. Hau ab mit deiner verkackten. Hallo. Ja. Okay, jetzt ist eigentlich wieder runtergegangen. Ach so. Also ja, die 15 kriegt man dann auch zusammen. Das ist halt alles machbar, Alter, ey. Und jetzt sind hier auch Steckdose und Router und bla, kein Problem. Wenn man, ich mache jetzt ja extra auf schnell. Wie viel haben wir noch? 2 Tage, 1 Stunde. Aber das kriege ich halt niemals hin, um hier das alles zu erfüllen. Nicht, wenn ich den vielleicht hier, warte, einfach mal hier so ein Popling und dann kriegst du hier hier so Popling. Alter, geh weiter jetzt hier. Okay. Achso, ich bin bei Deko. Und das ist halt auch, dass die Dinger, dass man sich da nicht vielleicht verschiedene Qualitätsstufen holen kann. Das ist halt doof. Ähm.
Hey, warum kann ich hier keine Steckdose basteln? Okay, die geht komischerweise. Hier brauche ich. Noch drei. So. Damit wir wenigstens eins geschafft haben. Aber ich komme jetzt noch nicht weiter. Ja gut, die haben ja gestiegene Ansprüche, keine Ahnung. Ach, hau bloß ab, Alter. Ich meine, sehr viel rummeckern können sie ja, glaube ich, nicht. Hoffe ich. Wird eh nicht mehr rechtzeitig ankommen. Also wie gesagt, also kohlemäßig ist alles flutscht. Und ich kann auch da und da dann mehr reinstellen, aber ich glaube, man muss sich halt wirklich mehr Zeit lassen dabei. Ist halt nicht von schlechten Eltern. Also innerhalb der Zeit. Und dass man natürlich hier oben auch immer noch gucken muss, ob da alles läuft. Aber so vom Blickwinkel her passt das eigentlich schon. Ah, toll. Jetzt ist das Ding wieder am Arsch hier. Das mit den Hunden. Weiß nicht, ob das auch was gebracht hat. Wir sind jetzt so gesehen straight up bei 30, aber das bringt mir ja nicht so viel. Weil die ja wieder immer irgendwie was zu meckern haben. Was hat er jetzt zu meckern? Ah, Snacks. Was zum... Ach so, die... Ja gut, die gehen alle oben. Die kaputten Teile. Gekündigt? Oh, die kündigen auch? Lol. Okay, wusste ich auch noch nicht. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ein Tag und vier Stunden. Ja, da gewinnst du halt keinen Blumenklopf mehr mit. Aber ich bin mir unsicher, weil ich will eigentlich danach, merkt man, glaube ich, schon auch Feier machen. Weil es eh zieht. Leute, jetzt haben wir 45. Wieso haben wir jetzt 45 auf einmal? Hä? Wegen was? Wegen 8 Steckdosen kann ich mir nicht vorstellen. Okay, vielleicht war auch irgendwie was. Das Problem ist, warte mal. Der Inhalt hat ja gekündigt, ne? Ist der gerade alleine? Der ist gerade alleine, aber die anderen wenigstens gleich. Gut. Ich komme an diese beschissenen Steckdosen. Alter, die eh. Alter, hast du eins repariert? Achso, muss ich doppelt reparieren gleich. Aber ganz ehrlich, Sandbox-Modus würde ich trotzdem. Alter, diese Scheiß. Entschuldigung. Hallo, wo ist denn hier die Kacksteckdose, Mann? Okay, Müll. Ach, hier auch noch ein Haufen Müll. Ich kann sogar, also ja, doch, ich kann das Geld schon ausgeben, aber ich wollte es jetzt bloß noch mal runterlaufen lassen. Die Kaffeemaschine hat schon wieder so ein bisschen geraucht, habe ich gesehen. Das ist erstmal am wichtigsten, ohne die haben wir nicht. Ja, Snacks. Diese Snacks hätte ich ja auch noch reinhauen können. Hatte ich jetzt schon mal zwischendurch 15 Kunden? Ich weiß es gar nicht. Hab's jetzt nicht gesehen. Hau ab hier. Oh. Schwierig, ganz schwierig. Hä?
Ja, wäre schön, wenn man sie hier wenigstens noch anklicken könnte. Jetzt ist ja schön nah, ne? Aber man trifft sie ja irgendwie nicht. Oh, mit ein bisschen Glück. Aber auch nur ein bisschen Glück. Na? Das kommt dabei raus. Okay, wir hätten jetzt aber fast noch Stufe 4 erreicht gehabt. Ich glaube, es ist schon möglich. Muss aber von Anfang an alles richtig machen. Aber der Zeitdruck ist halt echt... Ich bin am überlegen. Wie gesagt, Sandbox-Modus würde ich ganz gerne nochmal machen. Also wirklich in Ruhe das Geschäft ausbauen, wo alles supi ist, für jeden Kunden das schön anpassen und sowas, ne? Dass wir halt einfach auch keinen Zeitdruck haben. Das Geschäft so aufbauen, wie wir es haben möchten und wirklich alles komplett aufwerten. Also dass wirklich jede Schicht, was ich mindestens 2 Mitarbeiter mit vollstem Gehalt und allerbesten Dings, ne? Arbeiten, beste Maschine, Snacklage immer voll, teuersten Mobiliar, hast du nicht gesehen. Das würde ich schon ganz gerne nochmal machen wollen. Ich denke mal am Dienstag, Vormittag. Hier bin ich mir noch nicht so sicher. Wenn ich jetzt zwischendurch nochmal Lust und Langeweile, sage ich mal, haben sollte, dass ich vielleicht nochmal einen extra Spielstand anlege, wo ich das zum Beispiel am Anfang mit dem Darlehen auch nicht vergesse. Und, naja, dass wir erstmal schnell Kohle machen mit dieser Wertendinger wieder. Ich die aber dann wieder abschaffe, sage ich mal, wenn wir auf einem einigermaßen grünen Zweig sind. Ansonsten ist schon ein bisschen tricky. Also, dass man dann öfters mal braucht oder ein paar Anläufe braucht, wundert mich jetzt nicht. Aber mich würde ganz... Also, ich weiß jetzt nicht, ob man am Ende noch irgendwas außer, ey, du bist der beste Barista der Welt, herzlichen Glückwunsch kriegt. Was anderes kann, glaube ich, nicht wirklich kommen, glaube ich jetzt einfach mal. Deswegen, ja, würde ich gerne beim nächsten Mal dann einfach den Sandbox-Modus machen. Und ich meine, ich habe auch noch andere Simulatoren und sowas, ne, das wollte ich halt nicht nur an einem die ganze Zeit, sage ich mal, aufhalten, Anführungsstrichen. Obwohl es eigentlich trotzdem Spaß macht, ne. Aber halt dieses Repetitive nach 3 Stunden ist halt so ein bisschen, weiß nicht, so. Leider hast du die Missionsziele nicht erfüllt, aber keine Sorge, du kannst es noch einmal versuchen. Probiere eine neue Strategie aus und vergiss nicht, die Kundenrezension zu lesen. Ja, das könnte der Schlüssel zum Erfolg sein. Wir sind sicher, dass du deine Mission erfüllen kannst. Jo. Eventuell... Aber hier, wie gesagt, bin mir bei dem letzten noch nicht so sicher. Aber freies Spiel würde ich ganz gerne trotzdem nochmal machen. Und hier, wie gesagt, wenn ich Montag oder so Zeit haben sollte. Ob ich da nochmal ein Spielchen anlege, weil das, was am längsten halt braucht, ist so die Cafés wirklich anzupassen. An die einzelnen Leute, so gefühlsmäßig. Und diese Vorarbeit, wenn ich dann halt da einen Speicherstand anlege... Dass man dann vielleicht trotzdem noch mal reingeht. Das hat jetzt, glaube ich, weiß nicht, ob das, wie lange das jetzt gedauert hat, aber ja, dass man da noch mal guckt und ich halt, naja, dieser Werten, dass ich das dann irgendwann komplett alles verkaufe, gleich, wenn ein bisschen Kohle drin ist, gerade wenn wir das mit dem Kredit wegkriegen. Ich hoffe, das funktioniert mit der Strategie. So. Dementsprechend würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken bzw. Nachgucken auf YouTube. Und dann bin ich raus für heute und wir sehen uns dann, denke ich mal, am Dienstag wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.